Mit Orgelmusik gegen Corona und Einsamkeit. Der Nenad Leonard zieht seit Anfang Mai mit seiner elektrischen Orgel auf einem Lastwagen von Altersheim zu Altersheim. Sein Ziel? Den Bewohner wieder ein Lächeln aufs Gesicht zaubern in dieser schwierigen Zeit und die Leute mit Musik wenigstens gefühlt ein bisschen näher zusammenzubringen. Der Jonas Bischof ist heute bei seinem Besuch im Alterszentrum Rebwies Zoliken dabei gewesen. Tanzen zu Orgelmusik. Spezielles Bild heute vor dem Alterszentrum Rebwies Zoliken. Möglich macht es den Nenad Leonard, der mit seiner Orgel von Heim zu Heim zieht und die Bewohner damit tief berührt. Das hat wohl da. Und mal zur Orgelmusik tanzen in der Kirche darf man das ja nicht. Aber von Anfang an. Am Morgen fährt der Organist mit einem Helfer vor dem Alterszentrum vor. Auf der Ladefläche von seinem Lastwagen ist die elektrische Kirchenorgel. Sie müssen auch noch das Holz entfernen. Schauen, dass der Strom läuft. Wir haben entweder einen Generator oder können auch direkt den Stromanschluss vor Ort verwenden, je nach Platz. Und dann geht es auch schon los mit dem Ad-Hoc-Konzert. Die Freude der Bewohner ist riesig. Ihren Alltag jetzt zu Corona-Zeiten ist alles andere als leicht. Man kann nicht posten, man kann nie einen anderen, nie hat man ein Gehen, man kann nicht weg, oder? Man darf nicht einmal hier raus. Das ist so eine Abwechslung, mal etwas Schönes. Das ist eine tolle Abwechslung, so, ja. Die Idee für den Orgeltruck kommt aus Berlin. Ermöglicht werden die Konzerte durch Spenden. Für den Organist ist das Spielen in einem Lastwagen eine Herausforderung. Mal ist die Bank so, mal ist sie so, mal rutscht sie führen. Heute bin ich den ganzen Morgen führen gerutscht. Wo das Konzert eigentlich schon fertig ist, hat Rosmarie Liechti noch einen Wunsch. Die Toccata vom Bach. Kurz entschlossen setzt sich dann Nenad Leonard nochmal hinter die Orgel. Ich komme jetzt noch Hühnerhaut über. Einfach danke. Dann muss sich Nenad Leonard schon wieder auf den Weg machen. Allein heute stehen noch 4 weitere Konzerte auf dem Programm. Na sicher, bis Ende Mai sind Nenad Leonard und seine Mitstreiter mit ihrer mobilen Orgel unterwegs. Die Nachfrage ist aber so gross, dass sie sich überlegen, noch weiterzumachen. Für Tele Zürich vom Alterszentrum Rebwies, Jonas Bischof.